So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Begrüßen Sie zur heutigen Partie aus dem Stadion hier in Dortmund. Und auf das Spiel freuen sich am Mikrofon Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Ja, wohin führt der Weg dieser beiden Mannschaften? Das fragen sich natürlich die Fans hier im Stadion, das restlos ausverkauft ist. Und beide Trainer sind auch gespannt. Wohin geht es denn mit meiner Mannschaft? Eher nach oben oder nach unten? Schwer zu sagen. In jedem Fall ist das natürlich eine ideale Standortbestimmung. Wir freuen uns sehr auf diese Partie. Die Trainer ebenfalls haben ihre Mannschaften richtig gut eingestellt. Und deswegen werden beide Teams auch dementsprechend auftreten. Ich glaube, es lohnt sich kaum, so richtig zu taktieren. Das macht die... Ja, das gibt natürlich Freistoß. Ist doch ganz klar. Aber es war unnötig. Der Gegner war ja noch nicht mal im Ballbesitz. Oh, da ist er ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Konnte deswegen den Ball nicht exakt treffen. Und der segelt jetzt am Tor vorbei. Ja, das ist natürlich eine Riesenchance gewesen. Den muss er eigentlich im Tor unterbringen. Ja, sie müssen mehr über die Außen tun. Gut gemacht. Lukas Piszczek. Faire Grätsche, so das Urteil des Unparteiischen. Am Ball jetzt Baschikowski. Querpass auf den Mitspieler. Es ist aber auch nicht einfach, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wie willst du das machen? Lukas Piszczek. Harnik. Also das war schon irgendwie grenzwertig. Aber der Schiedsrichter zeigt an, es wird weitergespielt. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Sie kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Der Ball ist im Seitenaus, Einwurf. Gut nach vorne geköpft. Schein. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Und Sie versuchen es jetzt über rechts. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es jetzt einen Eckball. Ja, das hat ja auch lang genug gedauert heute hier bis zum ersten Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und der Trainer hat noch gewarnt. Passt auf bei Standardsituationen. Und dann dieser Eckball. Die Abwehr macht ganz sicher einen Eindruck. Harnik. Schöner Pass in den Lauf. Klasse Pass in die Spitze. Oh, das hätte aber ins Auge gehen können. Aber bitte, in letzter Sekunde kommt er irgendwie noch an. So, was macht er jetzt raus? Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. So, der linke Außenverteidiger geht jetzt mit nach vorne. Ja, und jetzt versuchen sie natürlich, jegliche Gefahr vom Tor fernzuhalten. Und das klappt ganz super. Ein klasse Treffer. Das sind natürlich jetzt ideale Voraussetzungen für das Team. Sie führen mit 2 Toren zur Halbzeit. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Die Mannschaft bekommt einen Einwurf zugesprochen.
Er holt sich den Ball an der Seitenlinie. Und das war ganz eng jetzt. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Und der passt genau in den Knick. Ja, sowas nennt man Riecher. Das muss man vorausahnen, dass man genau da stehen muss. Ein toller Treffer. Und das war ein Konter wie aus dem Fußball-Lehrbuch. So wollen wir das sehen. Ja, er ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Schein. Und da gibt's kein Vorbei, kein Durchkommen in dieser Situation. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und er versucht es mit der hohen Flanke. Und jetzt wird er gleich flanken. Ja, das war ein klasse Kopfball. Das Pausenresultat steht fest, liebe Zuschauer, steht 3:0. Eigentlich ist Fußball ja ganz einfach. Gut spielen, sich viele Chancen erarbeiten und einige Tore machen. Und genau das ist doch passiert. Also das Halbzeitergebnis ist doch völlig in Ordnung. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. Er holt sich den Ball. Harnik. Schönes Tackling da auf dem Flügel. Und er geht neben das Tor. Auf den Flügel. Schein. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Es ist auch keine Überraschung, dass der Trainer auswechselt. Er muss einfach reagieren, muss einen neuen Spieler bringen. Was nützt ein guter Stürmer, wenn er auf der Bank sitzt? Nichts. Das dachte sich hier wohl auch der Trainer. Mal sehen, ob der frische Mann den Angriff seiner Mannschaft beleben kann. Gintner. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Schön gespielt. Ibisevic. Ah, wieder so eine tolle Abwehrleistung. Die sind heute einfach perfekt organisiert. Ja, toller Pass. Ja, zwar mit Problemen, aber sauber geklärt die Angelegenheit. Fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Eckstoß. Ja, und so bringt er den Ball weg. Hummels.
Wojciechowski. Ja, die nicht festgehalten. Das ist super Abwehrarbeit. Ja, gutes Tackling auf der Außenposition. Harnik. Und ich muss sagen, hinten stehen die wie eine Eins. Schieber. Und der Verteidiger hat aufgepasst und holt sich den Ball zurück. Gentner. Ja, das war ein Zweikampf, hart an der Grenze, aber unter dem Strich geht das noch in Ordnung. Tja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Gentner. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt. Harnik. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Er gewinnt den Zweikampf an der Außenlinie. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und jetzt probieren Sie es mal über die rechte Seite. Schieber. Oh, das war knapp. Fast wäre noch ein Abwehrspieler an den Ball gekommen. Ja, sowas kann der Torhüter mit der nötigen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Ja, und wieder bringt er den Ball nicht über die Linie. Eine Riesenchance für ihn. Ja, jetzt wollen Sie wenigstens noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Also, Sie stecken hier nicht auf. Das muss man Ihnen lassen. So, zwei Herren bedanken sich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit daheim. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.